Fans, ich begrüße euch zu einem neuen Video, was ganz Besonderes. Wir sitzen heute bei Renault Spärlich in der Bergstraße 205 in Schwerin, zusammen mit Herrn Spärlich, Herrn Dübel und Herrn Reno Albrecht und haben euch was Geniales zu verkünden. Und also ich freue mich riesig darüber, dass wir heute hier zusammensitzen können. Es gibt was Neues zu verkünden, und zwar haben wir ab heute einen neuen Vereinsbus mit unseren Farben von Dynamo Schwerin drauf, mit Logo. Und jetzt würde ich mich gerne mit den Personen mal unterhalten, wie das dazu gekommen ist. Am besten fangen wir einfach mal mit Reno an, wie die Zusammenarbeit entstanden ist. Ja, wenn ich mal so in die Runde erstmal, hallo alle, ganz toll, dass wir uns hier zusammenfinden durften beim Autohaus Spärlich. Ja, wie ist es zur Zusammenarbeit gekommen? Da kann ich einfach nur sagen, Herr Dübel, der Verkäufer, wir kennen uns schon aus früheren Zeiten. 30 Jahre. Ja, 30 Jahre, genau. Und für uns war es wichtig, dass wir hier jemanden als Ansprechpartner haben, der einmal aus Schwerin ist. Wir haben auch dementsprechend auch ein sehr, sehr gutes Feedback zurückbekommen. Wir konnten alles in Ruhe absprechen. Im Endeffekt ist man auch unsere Wünsche, wie wir uns das Auto vorstellen, ob das jetzt der Renault Traffic ist, mit kurzem oder mit langem Radstand. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den mit langem Radstand nehmen. Wir haben gesagt, wir brauchen ein Auto auch mal mit Hängerkupplung, dass auch gewisse Sachen auf der Paulshöhe auch mal weggezogen oder hingezogen werden können. Beziehungsweise es waren die Winterräder, die dementsprechend dann dazugegeben wurden. Also wir selber haben da, ich sage einmal, ganz toll zusammengearbeitet, aber das ist alles nur möglich gewesen, weil ganz einfach das Auto spärlich auf unsere Wünsche eingegangen ist. Und im Endeffekt hat der Chef des Hauses nachher das Endwort gesprochen und hat gesagt, für die und die Sachen, das können wir machen. Wir haben uns einmal in die Augen geguckt und dann war der Deal eigentlich perfekt. Genau, dann nehme ich das mal, greife ich das mal auf. Dadurch ist ja jetzt eine neue Zusammenarbeit entstanden zwischen dem Renault Autohaus Spärlich und der SG Dynamo Schwerin. Herr Spärlich, die Frage an Sie. Was stellen Sie sich oder was würden Sie sich von der Zusammenarbeit wünschen für Ihre Seite, für Ihr Autohaus? Ja, guten Tag auch mal auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Spärlich. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der drei Autohäuser und der Lackiererei Spärlich. Als Fußballfan, als ehemaliger Aktiver unterstützt Boston das natürlich gerne. Muss ja auch was machen für den Breitensport und gerade Transportmöglichkeiten und zu 19 zum Bus haben alle Vereine zu wenig. Und es hat auch gepasst als, als Fußballfan und dass wir dann dementsprechend dieses Sponsoring und diese Aktion unterstützt, dass der SV Dynamo Schwerin einen neuen Traffic-Kombi-Bus bekommt, dass auch Jugendmannschaften und auch Aktive besser zu den dementsprechenden Spielorten kommen. Vielen Dank. Reno, die Frage an dich. Gibt es schon irgendwelche Sparten, Männer, Jugend, wofür soll der Transporter speziell genutzt werden? Was stellt ihr euch für die Zusammenarbeit mit Renault Autohaus vor? Ja, auch da kann ich was zu sagen. Ich denke mal, Dynamo ist aus ihrer Findungsphase jetzt raus und wir versuchen uns ganz einfach mit neuen Sachen zu profilieren und dazu zählt ganz einfach auch, dass jetzt nicht privat mit den Autos mehr gefahren werden muss unbedingt, sondern oder im Endeffekt vielleicht aus einem anderen Unternehmen jeweils immer ein Bus rausgenommen werden musste und wir immer fragen mussten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ob wir das in dem Jugendbereich jetzt einsetzen, das Fahrzeug, oder ob es im Bereich der zweiten Männermannschaft oder der ersten Männermannschaft, das ist natürlich auch dann so zu organisieren, dass da alle Sparten was von haben. Wir wollen uns breiter aufstellen. Der soll wirklich rund um die Uhr laufen, der Wagen. Und der soll ganz einfach so toll, wie er gemacht wird, natürlich auch für Schwerin, für Dynamo sprechen. Und wie gesagt, mein Dank geht da wirklich nochmal an das Autohaus Spärlich, dass sie uns so toll unterstützt haben. Und der wird seinen richtigen und vernünftigen Platz bei uns, wie gesagt, bekommen. Damit wir auch alle Herren in der Runde einmal aufhören, Herr Dübel, Frage an Sie persönlich. Die Fotos kommen im Nachhinein. Wie finden Sie den Bus? Wie fanden Sie die Gespräche? Geben Sie mal bitte ein kleines Feedback. Ja gut, die Gespräche waren angenehm dadurch, dass ich Reno natürlich schon viele Jahre kenne. Ja. Und mich freut es selbstverständlich besonders,
dass die Entscheidung nachher für unser Auto gefallen ist. Es waren ja auch noch andere Marken im Gespräch, aber wenn am Ende das Paket passt, denke ich mal, haben wir alle die richtige Entscheidung getroffen. Und ja, mit dem Bus kann ich nur wünschen, dass der viele Siege mit einfährt. Dankeschön. Ja. Genau. Und ich denke mal, die Entscheidung ist schon in Ordnung. Ja, auch von der Größe. Das passt alles. Ich spreche dann nochmal im Namen vom Gesamtverein von Dynamo Schwerin, sei es von ganz oben bis ganz unten, denn wir sind alle zusammen eine Familie. Wir bedanken uns nochmal bei Herrn Sperlich, bei Herrn Dübel, bei dem Renault Autohaus, dass das so schön geklappt hat, dass wir jetzt einen neuen Transporter haben, damit dass wir jetzt Gas geben können und weiter auf 3 Punkte aus sind mit so einem schönen Transporter. Wir stellen ihn auch nochmal vor für die Community draußen und ich bedanke mich auch fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie bitte alle gesund. Genau. Das war ein ganz tolles Schlusswort, aber ich muss trotzdem noch mal was dazu sagen. Es ist vielleicht für viele selbstverständlich, dass jetzt vielleicht ein Transporter dasteht, aber für mich selber ist es nicht selbstverständlich und auch nicht für Dynamo, dass man neben einem guten Transporter hier auch nochmal ein Sponsoring gewonnen hat, weil Herr Sperlich war mit seinem Unternehmen bereit, auch nochmal Sponsor zu werden bei Dynamo. Das möchte ich nochmal ganz klar herausstellen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das sind nämlich 2 Dinge, die hier heute geklärt wurden. Und dafür bedankt sich ganz Dynamo, egal ob es der Kleine ist, der 3 Jahre alt ist und Mitglied geworden ist, oder ob es der älteste Fan ist, der 80 ist, der auch den Weg immer noch auf die Paulshöhe findet. Ja, also nochmal recht vielen Dank. Habe ich dann gemacht. Danke. Nochmal was Kleines nebenbei. Wir persönlich haben uns von Dynamo was ausgedacht. Da wird nochmal ein kleines Gewinnspiel beim nächsten Mal kommen. Bleibt dran, bleibt Dynamo treu und wir sehen uns.